Dieser Mann enthüllt gleich, wie viele Nachrichten er im vergangenen halben Jahr verschickt hat. Sie werden es nicht glauben. Doch zunächst erstmal zu diesen beiden Jungs. WhatsApp, wie viele Nachrichten am Tag verschickt ihr so schätzungsweise? 100 bis 150. Am Tag vielleicht 7 oder 8. Ich glaube so circa 50. 15? Vielleicht 20. 500? Ja, nein, 200 sowas vielleicht. Über 1 Milliarde Menschen nutzen WhatsApp weltweit. Die Schätzungen schwanken, aber wie viele Nachrichten sind es denn wirklich? Jetzt die Wahrheit kommt ans Licht. Handy rausgeholt und einmal nachzählen bitte. Nee, ich zähle nicht, ihr könnt das selber machen. Das dauert aber zu lang. Also sind es doch mehr als 100. Wir gucken uns jetzt mal jeden einzelnen Chat schön an. Okay. Das Zählen dauert bei einigen länger, andere schaffen das relativ zügig. Keine 20. Der Nachrichtenfluss bei den Erwachsenen unserer Umfrage ist überschaubar. 10 bis 30 Nachrichten. Bei der jüngeren Generation sieht das anders aus. Allein das Zählen dauert manchmal sogar über 10 Minuten. 27, 28, 30? Fangen wir da an? Ich glaube, das wären doch mehr. Naja, so 65. Kein Problem, du. Ich habe Zeit. Das dauert noch etwas. Aber jetzt zu diesem jungen Mann, der auf seinem Handy die Gesamtzahl seiner Nachrichten ablesen kann. Also, gesamte Nachrichten habe ich verschickt. 322.318. Nochmal zum Mitschreiben. 322.318 WhatsApp-Nachrichten. Und das in weniger als einem halben Jahr. Macht 250 Nachrichten täglich. Diese Mädels zählen immer noch. Ich hab's jetzt, also 200 sind's bestimmt. Eins. Zwei. Ich glaube, das würde jetzt die ganze Sendezeit ausfüllen. Ergebnis unserer Umfrage: Die jüngere Generation schreibt gut 5-mal so viele Nachrichten wie ihre Eltern. Für die ältere Generation ist das unvorstellbar. Das ist eine Fehlentwicklung. Es wird zu viel Zeit mit den Dingern verdattelt. Man schreibt sich Nachrichten, obwohl man gemeinsam in der Eisdiele sitzt. Und ich hoffe, dass irgendwann eine Gegenbewegung da auch kommt. Fakt ist, WhatsApp gehört eben zu unserem Alltag. Wichtig ist nur der richtige Umgang damit.